Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part hier in Europa Universalis 4 mit Irland, beziehungsweise zukünftig Irland. Wir expandieren massiv und haben gerade schon wieder einen Krieg gewonnen und müssen aber langsam aber sicher wirklich aufpassen, dass wir keine Koalition bekommen, die vielleicht problematisch wird. Also wahrscheinlich kriegen wir keine, die problematisch wird. Aber es könnte problematisch werden. Wir haben jetzt auch einen Vasall, um das so ein bisschen zu vermeiden. Primär haben wir den Vasall, damit Schottland da nichts Dummes macht. Und ganz wichtig wäre es jetzt noch, dass wir Tyrone angreifen, bevor die eben auf dumme Ideen kommen bezüglich England. So. Davor würde ich aber ganz gerne erstmal noch meine Rivalen bestimmen, weil... Ah, cool. Schon mal gut zu wissen, dass Schottland eine kleinere Armee hat als wir. Und wenn wir schon beim Thema Armee sind, dann sehen wir, wir haben 7 Infanterieeinheiten und eine Kavallerieeinheit. Ich würde tatsächlich jetzt noch 2 Kavallerieeinheiten rekrutieren, damit wir eben diesen Flankierungsbonus maximal ausbauen können. Genau. Ich sollte die Armeen aber eh zusammenführen. Jetzt nochmal kurz zum Überlegen. Tyrone, gegen die haben wir einen Kriegsgrund, oder? Ja, wir haben den Kriegsgrund. Wir haben den Kriegsgrund von Ulster. Okay, wunderbar. Das ist natürlich auch gut, weil die wollen das ja bekommen. Die haben da, glaube ich, einen Chor drauf, so wie ich das gesehen habe. Und dann kriegen wir noch Desmond und Tormund, was sehr gut ist. Das ist optimal, weil gerade Cork sehr, sehr wichtig ist für uns. Und dadurch haben wir dann hier alles gesichert. Lediglich die Provinz wäre eklig, wenn sie sich dann irgendwas noch verbündet. Das ist jetzt natürlich blöd. Die hier sind mit Schottland verbunden. Also wir kriegen, glaube ich, nicht alles durch, wenn ich das so sehe. Aber alles... Wir kriegen alle Provinzen außer Münster, wenn ich das so... Oder? Fast. Nee, nicht ganz. Aber wir kriegen das hin. Wir haben schon mal die wichtigsten Gebiete und wir können dann auch hoffentlich Krieg gegen Schottland führen. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir das Prestige oder... Nee, wir brauchen jetzt nicht Prestige für Geld, weil wir kriegen so viel Prestige durch irgendwelche Gefechte und so weiter. Da würde ich jetzt einfach das Ganze wie folgt machen. Wir sammeln kurz die Armee und dann stackwipen wir eins nach dem anderen. Wir haben tatsächlich schon die 1000 Nachrichten in einem Stream geknackt und zwar problemlos. Ah, die Kavallerie kommt erst noch. Können wir die Armee doch halbieren. Mal hier eine Kavallerie und dann da oben 2. Wir haben auch mal 2 oder 3000 Nachrichten gehabt. Das war in einem Howie-Livestream. Ich glaube, der mit deutsche Weltherrschaft und so weiter. Sowas kommt immer gut an. Ich weiß doch, was euch gefällt. Wo der Clickbait top war. Ja, ja. So, jetzt haben wir hier 4000 mit General, da 6000 ohne. Ich denke mal, das passt. Ah, da ist jetzt Desmond raus. Ah, der andere raus. Oh, das ist sogar gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Weil wenn ich das jetzt richtig sehe... Könnten wir vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Glück haben, wenn es darum geht, hier alles zu entwickeln. Ich werde übrigens gleich die militärische Entwicklung überall hochboosten. Aus mehreren Gründen. Zum einen, weil wir zu wenig Manpower bekommen, nach wie vor nur 100. Und zum anderen, weil die Institution wirklich ein Problem ist. Hier, wir kriegen die sehr langsam. Und wir können da eben die Entwicklung ein bisschen beschleunigen, wenn unsere Hauptprovinz hier... eine Entwicklung von 20 hat, genau. Und alle anderen wollen wir natürlich auf 10 bringen, weil dann kriegen die eben auch ein bisschen Wachstum. Das sollten wir so schnell wie möglich machen. Nur aktuell bin ich noch ein bisschen mit Kriegen beschäftigt. Aber ich denke mal, für die ersten 7 Jahre oder so sind wir eigentlich ganz gut dabei. Da müssen wir nur aufpassen, dass wir die Provinz auch unserem Vasall geben. Und hier wäre jetzt Dänemark mit dabei. Das ist natürlich ganz schlecht. Hier wäre Dänemark aber nicht mit dabei. Das bedeutet, da müssen wir jetzt ganz, ganz schnell Krieg erklären. Und den werden wir dann mal den Krieg erklären, um mit Schottland, um die zu triggern. Und dann gucken wir eben, wohin es führt. Und hallo Bernhard. Und ich würde es geil finden, wenn man ein Schiff für des Feindes erobern kann. Ja, das fände ich aktuell auch sehr gut, wenn ich ehrlich bin. Da hätte ich sehr viel Freude daran, aber das gönnt mir das Spiel natürlich nicht. Was ist mein Lieblings-Paradox-Spiel? Tatsächlich EU4. Das spiele ich am liebsten. Hab's auch am meisten gespielt, glaube ich, mit Abstand. 600 Stunden, ja, definitiv. Aber das ist ja auch, weil ich so jemand bin, der einfach mal ganz entspannt abends eine Singleplayer-Runde Paradox-Spiel startet. Und ich bin verzweifelt. Auch, ja, genau. Nee, ich bin auch eher so ein Freund vom Early Game. Ich spiele wirklich ganz gern die ersten 100 Jahre. Danach wird es meistens sehr
immer gleich. Also sehr, jetzt eigentlich eintönig ist natürlich immer noch ein geiles Spiel und so. Aber ich habe halt da primär meine Freude dran. Und ja. Ich hoffe, dass vielleicht auch ein paar neue Zuschauer dabei sind, nachdem wir lustigerweise vor 2 Wochen, die 2 Wochen davor, quasi ein Wachstum von 0 hatten. Und wir über die letzten 3 Tage 30 Abonnenten dazu bekommen. Das ist immer mal wieder weird. Schon mal Stellaris probiert, Heiko? Stellaris habe ich tatsächlich gespielt, als es rauskam. Und kurz danach auch noch mal ein bisschen. Und davor, haha. Da habe ich auch gesehen sogar. Oh, das war, da habe ich, glaube ich, einen Screenshot gepostet. Das war jetzt nicht schlimm oder so. Ich habe den früher gepostet, dass sie es dürfen. Und der hat hunderte von Likes auf Steam. Weil er halt irgendwie so 2 Stunden vor Release oder so rauskam. Naja, auf jeden Fall. Ja, aber Stellaris habe ich irgendwie nie so wieder den Anschluss gefunden. Und man kann, also man bekommt die Schiffe, ich glaube, wenn man annektiert, bekommt man logischerweise die Schiffe. Und wenn man mit Schiff gegen Schiff kämpft, bekommt man die Schiffe. Aber man bekommt die Schiffe eben nicht, wenn man dieses Gebiet erobert. So, kurzer Cut wegen Rehouse. Das geht jetzt aber direkt weiter. Jetzt auch mit verschlimmbesserten Einstellungen. Man kann alles ein bisschen besser lesen. Dafür kann man die Anzahl der Truppen nicht mehr so gut lesen. Aber man kann sie noch erahnen. Sind aber auf jeden Fall größer für alle Zuschauer, die es jetzt nicht unbedingt auf einem 4K-Bildschirm Vollbildmodus anschauen. Heiko ist sehr mächtig, da ist die Zahl der Einheiten egal. Genau. Nee, andersrum. Oh mein Gott, unser Kanzler berichtet, mein Herrscher hat +5 auf Disziplin. Uff. Das ist natürlich geil. Ich bin ja eher so der Disziplinfreund, auch wenn immer alle sagen, moralisch am Anfang wichtiger und so. Das ist vielleicht auch wahr. Aber Disziplin ist im Endeffekt das, was die Gegner tötet und nicht die Moral. So. Gegen Moral. Clean. Tut's mir Herzen weh. Ja, das ist eine gute Frage. Bekommt man eigentlich prozentualen Schaden? Also macht es Sinn, weniger Truppen irgendwo draufstehen zu haben? Je nachdem wäre das vielleicht sinnvoll, das zu ändern. Wir brauchen eine friedliche Welt, gar keine Truppen. Genau. Institutionsverbreitung +20% für 10 Jahre, dafür Spionageabwehr. Perfekt. Genau, also ich weiß, dass Disziplin, Schaden und Moral Leben ist. Das habe ich auch schon mehrfach in Videos sogar durchgerechnet mit den Leuten, weil wir da ewig lange Diskussionen hatten. Aber wie erwähnt, wenn man die Gegner halt tötet, braucht man keine Moral. Gut ist auch, dass wir durch unseren Vasallen hier jetzt auch noch netterweise 2-Sterne-General bekommen haben. Ich würde jetzt sogar direkt hingehen. Ich wollte mal kurz fragen, hier in Griechenland, wenn ich mir hier die Provinz nehmen würde, wäre das jetzt Bordagor oder? Du meinst, weil Venedig brennt hält? Ich meine hier Epirus. Ja, ja, weil Venedig gegründet hätte. Du meinst, dass du alle Provinzen von Epirus. Nee, nicht alle, diese Insel nehme ich nicht. So, ich hole mal kurz die 3 Manpower hier, damit ich das bekomme. Und wahrscheinlich die sogar noch. Ah, nee, wir upgraden erstmal das hier auf 20. Oder das hier auf. Alles auf 10 wäre wahrscheinlich sinnvoller. Wir haben nicht so viele Punkte. Ehrlich. Gute ist, die Koalition ist jetzt absolut irrelevant, weil wenn ich die bekomme, dann ist es nicht schlimm. So, das ist jetzt von Kildare besetzt, das machen wir ja nicht. Das soll ja nach Alistair, so. Also, wer ist jetzt in Ordnung mit Griechenland? Athen. Ja, also Und die Ägäis auf jeden Fall, ja. Ja, also ich wollte jetzt hier Athen, Arta, Achaia und dieses Moria nehmen. Arta würde ich nein sagen. Aber den Rest ja. Und Vasalisieren auch nicht, ne? Nee. Also okay. Nicht Arta. Geht Vasalisieren denn nicht? Ja. So, da können wir mal eine Staatsehe nehmen. Wunderbar. Wieso macht Firemans Pause? Aber egal, es läuft ganz gut. Wir haben jetzt quasi schon halb Irland, also quasi komplett Irland, so gut es geht, erobert. Und Fireman ist rausgeflogen. Wunderbar. Wird spät, ja. Portugal. Also ist das nur so semi-schlimm.
Genau, warum ich noch nicht drauf geachtet habe, mit den so wenig Mann wie möglich drauf haben, liegt wahrscheinlich daran, weil ich die letzten Spielstunden bzw. Minuten immer zu wenig Truppen hatte, anstatt zu viel. Clemson wurde bei der Wash Tunesien besiegt. So. Moral ist kein Leben, sondern Moral ist Ausdauer. Würde es ja heißen, dass seine Truppen mit Moral stärker sind, sind sie aber nicht. Ja, also ich denke mal, die meisten wissen, was gemeint ist. Also wenn ihr gegeneinander kämpft, dann hat man Moral und die Moral tickt runter. Und zwar einer der Faktoren, der bestimmt, wie stark die Moral runter tickt, ist eben die Disziplin. So, das denke ich eindeutig beschrieben. Wie man das jetzt genau nennt, bleibt dann jedem selbst überlassen. Also theoretisch ist Moral die ethische, das ethische Empfinden nach Richtigkeit. Wenn man in die philosophische Ebene geht. Dann sehr doppelt. Also hat dann überall seine... Es gibt genügend Begriffe, die verschiedene... warte, was kommt da? Unabhängigkeit unterstützen von Masowien. Was für eine Unabhängigkeit? Von Polen und von Litauen. Achso, also, die wollen, Masowien, dass ich sie unterstütze. Ich bin jetzt erstmal noch neutral. Ich glaube, er sammelt Spieler, die seine Unabhängigkeit nicht im Krieg unterstützen, sondern eher, dass sie ihm einfach... Naja. By the way, Clemson ist hier drin. Ich glaube, der will über seine Situation reden. So, ich kann's reden. Schieb mal alles, war alles ein bisschen größer. Wisst ihr, ob Fireman jetzt gegangen ist? Keine Ahnung, der hat die Verbindungsprobleme, auf einmal war er weg. Ja. Ja, weil. Ja, Verbindungsprobleme, ist das jetzt nicht ganz. Hat sich eher nach einem Rage-Bit angehört. Ach, cool. Warum? Er war auf einmal aus dem Channel weg, weil Line of the Boom ihn auslachen sollte für Toxic oder so. Keine Ahnung, weil wir den Krieg verloren haben, aber ich finde es jetzt schlimm. So gegen Tunesien. Ja, das ist blöd. Du hast du angegriffen oder warst du Verteidiger? Kastilien hat Granada angegriffen und deswegen war Tunesien auch mit drin und wir haben die Chance gewittert, haben versucht. Es lief auch erst ganz gut, nur dann sind die halt mit 20.000 Mann auf uns gegangen. Ja. Und dann muss ich halt mein halbes Land jetzt abdrucken. Das ist scheiße gelaufen. Push ich es jetzt auf 30 oder nicht? Ja, oder auf 20. Mal gucken, ob du da überhaupt wieder rauskommst, weil du kannst jetzt ja auch den Starten da pressen. Fuck, das war jetzt wahrscheinlich viel zu viele Punkte für irgendwas, aber braucht das Wachstum so. Hey, kannst du nochmal sagen? Ich hab's nicht verstanden. Es wird halt jetzt schwierig für dich werden, weil du kannst jetzt auch nicht mehr die kleinen nordafrikanischen Staaten da fressen, die Bardis. Weißt du, ob es einen Ersatzspieler für Fireman gab? Ja, sagen wir so, er hat Portugal gespielt und Portugal wollte mir eigentlich gar nicht vergeben. Das war nur so eine Sache von wegen, ja, er hat so wenig Spielzeit, dann darf er Portugal spielen. Also ich glaube nicht, dass wir einen Ersatzspieler für Portugal finden. Außer jemand, der unter 50 Stunden Spielzeit hatte, ist bereit, noch irgendwas zu machen. Hat er sich nicht dafür gemeldet? Weiß nicht. Ja, der ist ja auch weg, oder? Ich dachte tatsächlich, das wäre aus Balancing technisch. Drin. Ich weiß nicht, was mit Katze ist. Nein, Maxi, du spielst kein Portugal. Wir haben doch zwei Colonizer. Ich weiß nicht, auf welcher Seite ist. Also selbst ich als Noob weiß, dass das nicht gut ist. Den übrigens Geld durch Hilfen. Auf welcher Seite steht eigentlich die Bretagne? Später im Liegenkrieg? Die sind protestantisch, tatsächlich. Was ist ein Problem für mich? Habt ihr doch zwei Colonizer, die. Oder warte mal, auf welcher Seite? Also er spielt auf der anderen Seite wie ich. Also wir kämpfen schon gegeneinander, das passt. Ich dachte eigentlich, dass ihr beide da im Norden seid, auf der protestantischen Seite seid. Und dass Portugal schlicht und ergreifend aus Benes. So, ich sollte jetzt mal wissen, wie viel Flotte Schottland hat, weil wir je nachdem König gleich Schottland frisst. Außer ich schaffe es schon Schottland einzumarschieren und England hilft mir. Gut, ich bin da mal wieder unten, ihr könnt mir ja Bescheid sagen, wenn ihr jemanden für Portugal habt. Also du kannst ein Schiff nehmen und ja einfach deren komplette Küste abfahren. Viel ist das ja nicht. Stimmt. Dann siehst du das? Boah, mal ein leichtes Schiff. Also ich will hier zum Handelsschützen nehmen oder so. Ich glaube, Schottland, wenn du deine Flotte einfach hinstellst, kannst du auch einfach rüberlaufen. Und ich glaube nicht, dass sie dich angreifen, oder zumindest bist du mit deiner drüben, bevor sie. Ich glaube es halt auch. Aber trotzdem sollte ich. Ich will ein bisschen vorsichtig sein. Ich will im Livestream aber nichts verkacken. Und ich habe das Problem, dass ich aktuell nicht so viel Rekrutenreserve habe. Du hast schon mal Luck of the Irish verkackt, oder? Das Achievement. Bitte? Du hast das Achievement Luck of the Irish schon mal.
Ich habe und alle Achievements, die noch hinten dranhängen, habe ganz England auf 30 Entwicklung und was es alles gibt. Alles in einem Run. Das war ein schöner Abend. Also Luck of the Irish habe ich auch schon mal gemacht, aber für die anderen Achievements habe ich immer nicht Geduld. Ja, ich hatte da einen Livestream mit irgendwie 150 Zuschauern oder so, da hat man dann Geduld. Weil ich war sehr beschäftigt nebenher. Also ich bin gerade eben total erschrocken. Mir wurde von Christian Solmecke gerade eben das Video vorgeschlagen. Pornhub, X-Hamster und Co. Ich denke mir so, what the fuck, was blubbt da mein Handy auf? Okay, jetzt ist wichtig. Ich nehme mal kurz 5 Minuten weg. Ich nehme aber tatsächlich nicht die minus 50 Meinung von England. Ich brauche mich noch deren Duldung für das, was ich hier tue. Na genau, die geben auch wieder ein Alster. Matsu will nicht bitte mich mir schreiben. Oh fuck, das wäre jetzt gerade richtig schief gegangen fast. So. Mit wem betreibst du eigentlich so Diplomatie, Heiko? Mit noch niemandem. Das wird sich wahrscheinlich gleich rächen, aber ich war die letzten 10 Jahre sehr beschäftigt. Vor allem habe ich als Irland eben so ein bisschen meinen Vorteil, dass ich einfach sehr isoliert bin. Wirst du eigentlich Großbritannien gründen? Darf ich nicht. Okay. Ja, für die Flotte macht das ja eh keinen Unterschied tatsächlich, weil du deine Mission Rule Britannia. Ja, ja, genau. Die ich dann vorm 30-jährigen Krieg trigger. Ja, dauert 40 Jahre. Genau. So, und jetzt darf ich mich demnächst erstmal ein bisschen um Rebellen kümmern wahrscheinlich. Also minderwertige People kloppen. Ja, so ungefähr. Ich könnte jetzt noch Land fordern, wobei ich habe eigentlich genug. Das Wunder des Lebens, verliere 2 Kriegsmüdigkeit. Oh mein Gott, das kam mir, das läuft mir ja gerade richtig rein. Weil dadurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit für irgendwelche Aufstände massiv. Ja. Wenn es gut läuft, kommen wir sogar komplett drumherum, weil meine Kriegsmüdigkeit sinkt jetzt natürlich. Also ich habe aktuell zwar die beste Situation, um überhaupt den Krieg zu führen. Du wirst aber nicht komplett drumherum kommen. Der Separatismus ist einfach noch zu hoch. Ja, ja. Aber ich habe halt die aktuell beste Situation, die es überhaupt nur gibt. Es gibt nur noch einen Irish Miner und der ist nur mit Schottland verbündet. Und das heißt, ich kann den perfekten Krieg führen. Und wir haben zwar begrenzte Statistiken, aber interessanterweise kann ich trotzdem schauen. Theoretisch, ah verdammt, steht jetzt nicht mehr dran. Ich habe keine begrenzte Statistik. Doch, oder doch. Ist das, weil ich Observer bin? Du bist Observer. Ah, wenn ich im Schottland als mein Rivale ausgewählt habe, habe ich eben gesehen, dass Schottland alleine schon weniger Truppen hat als ich. Ich habe inzwischen schon wieder ein paar mehr. Okay, ich habe gerade eben eine nette Anfrage bekommen von Masowien. Masowien ist aktuell der Vasall von Polen. Und die wollen, dass ich da helfe, weil Polen ist verbündet. Polen ist mit niemandem verbündet. Polen ist ja die PU von Litauen. Ja, stimmt. Warte. Ja, dann ist. Warte, kann ein Vasall einen Vasall haben? Ja. Das geht ja auch, wenn du als Schweden Finnland freilässt. Stimmt. Ja, auf jeden Fall. Als Finnland ein Vasall von Schweden, welcher ein Vasall von Dänemark? Na, helfe ich Masowien tatsächlich, weil Litauen ist mit Schottland verbündet. Und das läuft mir natürlich dann rein. Aber trotzdem sollten die mich davor noch vorwarnen. Ich meine, die können halt hier im Channel nicht reden. Also ja, die Leute müssen nur Gameboy schreiben, wenn sie Talkpower wollen, weil ich kann nicht mehr raustappen, weil ich meine Einstellung verkackt habe. Wenn du einen Krieg in einer Situation anfangen willst, wo gerade ein Gegner nicht reinjoint, dann dauert es halt immer. Ja, da kann man dann auch kurz Pause drücken oder so. Aber es ist halt besser, wie wenn die Leute hier dauernd reinkommen und labern. Das ist nämlich ein Riesenproblem. So. Revolten, Risiko bei 90% in Ormond, wunderbar. Na gut, ich bin dann auch mal wieder. Jo. Lü. Ciao. So, und ich entwickle jetzt erstmal mein Land ein bisschen. Und mein Schiff ist fertig. Danke für den Hinweis.
Dann schauen wir mal, was der Schotte so hat. Wenn wir überhaupt sehen, was er hat, weil wahrscheinlich fährt ein bisschen durch die Gegend rum. Ah, er hat mehr als wir. Er hat 8 leichte Schiffe. Ich glaube, das kontern wir nicht. Hier hätten wir 3. Das heißt, wir müssen 4. Das heißt, wir müssen noch 4 Stück bauen. Wir kosten 4 leichte Schiffe. 20. Ja. Könnte vielleicht schon gehen. Irgendwer hat pausiert. Ich weiß nicht. Ach so, oh, ja, ja, Entschuldigung, ich habe meine Soldaten gerade nicht auf Drill. Das habe ich tatsächlich komplett vergessen. Normalerweise drehe ich die Soldaten runter vom Unterhalt, aber aktuell sind wir ja tatsächlich im positiven Bereich. Also alles gut und wir werden jetzt noch kurz fertig entwickeln. Optimalerweise aufs Militärische, wenn wir die Manpower brauchen. So, jetzt sind wir hier auf 10. Das heißt, das hier wächst schon mal ein bisschen. So. Und Kork würde ich ganz gerne noch... Oh, verdammt, ich habe vergessen, den Entwicklung ankurbeln reinzupacken. Genau, bei Kork habe ich ja wie erwähnt. Jetzt sollte man es ja auch besser lesen können. Das... Ah, okay, genau. Der Preis von Kupfer ist momentan auch bei 3 Dukate und der geht immer auf 4,5 hoch und dann machen wir da ziemlich viel Geld mit der Provinz. Sobald das eben passiert. So, und unsere Unruhen liegen jetzt schon bei minus 0,4. War ein bisschen Überdehnung, das geht aber später runter. Die Kriegsmüdigkeit geht auch noch runter. Dann haben wir noch Bürger bei minus 1. Die sind aber auch demnächst wieder besser gesinnt. Die sind schon bei 29,9. Das heißt, es kann sogar sein, dass wir so gut wie möglich um die Rebellion vorbeikommen. Auf der Provinz mit 90% drillen. Ist das nicht ein bisschen gefährlich, weil dann spawnen die Rebellen und meine Armee wird automatisch gestackwiped? Naja. Wir verlieren eine Grundsteuer und bekommen eine Grundsteuer dort und bekommen auch lokale Autonomie. Oder wir bekommen für 20 Jahre Moral der Armee minus 20%. Uff, das ist zu viel. Dann machen wir lieber den Grundsteuertausch. Und bekommen ein bisschen Autonomie hier unten. Auch wenn Autonomie jetzt nicht... Wegen der Channel. Im Englischen. Ach so, warte. Burgund ist gerade eine PU unter Österreich geworden. Lol, so habt ihr das gemeint. Ich drille auf der Provinz mit 90%. Ja, ja, stimmt. Ich wollte aber tatsächlich... ich dachte jetzt, ich soll das machen. Ich dachte tatsächlich, ich stehe eine Provinz weiter weg. So. Wir sind schon bei minus 1. Die Bürger waren auch noch kurz. Und was haben wir sonst noch für Mali? Kriegsmüdigkeit, die geht auch runter um 0,8 im Monat. Das heißt, in 8 Monaten sind wir da auch durch. Das ist ja wunderbar. So, ich glaube, ich habe gerade irgendeine Nachricht bekommen. Ja, es gab 2 Nachrichten in-game, wenn du die meinst. Ja. Uff, Moldawischer Krieg. Ja, ja. Ach, scheiße, alles. 25 Autonomie ist halt schon viel. Aber die Provinz ist gar nicht so viel wert, ich jetzt vielleicht doch machen sollen. So. Genau, mein Ziel ist ja eh, Schottland anzugreifen bei diesem Krieg. Also ich bleibe hier oben rumstehen, also ich stehe hier oben, während die ihren Krieg da unten führen. Und ich kämpfe gegen Schottland, während alle anderen irgendwas anderes machen. Ich hoffe einfach, dass da niemand hochmarschiert, der sehr viel mehr Truppen hat als ich. Das wäre auf Dauer ein Problem. Ist immer gut, wenn ich meinen eigenen Livestream öffne und erstmal Werbung bekomme. Aber gut, dann würde ich sagen, es ist eine ganz gute Situation, um den Part zu beenden. Es bleibt auf jeden Fall spannend, weil wir eben demnächst einen Unabhängigkeitskrieg gegen eine Großmacht unterstützen und dann wahrscheinlich auch das erste Mal Krieg gegen Schottland führen. Dann würde ich sagen, bis dahin. Ciao, Leute.